Hallo ihr Lieben, Andrea ist wieder da und heute zeige ich dir, wie du dieses gehäkelte Stirnband mit diesen reizenden Patentmuster häkeln kannst. Dieses Muster sieht aus wie das gestrickte Patentmuster, aber das ist es nicht. Es ist gehäkelt. Es ist ein wenig ungewohnt zu häkeln, aber das Schöne daran ist, das Muster ist sehr einfach zu häkeln. Und genau deswegen häkle ich immer wieder mal verschiedene Projekte mit dieser Häkeltechnik. Mein Stirnband häkle ich mit der Häkelnadel Nummer 4 und dazu passenden Garn. Solche Informationen und viele andere findest du bei mir immer in meiner Videobeschreibung. Du kannst natürlich auch ein anderes Garn verwenden, aber dann sieht vielleicht dein Stirnband aber auch etwas anders aus. Ich werde dir später zeigen, was ich jetzt meine. Das Stirnband häkle ich in Reihen. Ich beginne hier und dann häkle ich mich Reihe für Reihe rauf. Und erst am Ende häkle oder nähe ich das Stirnband zusammen. Diese Pfeilform ergibt sich übrigens deswegen, weil ich hier in der Mitte immer zwei Maschen auslasse und links und rechts immer zwei Maschen hineinhäkle. Wegen den ausgelassenen Maschen zieht sich das hier in der Mitte so zusammen. Also, hol schnell deine Häkelnadel und etwas Garn und häkel gleich mit mir mit. Mit meinem Stirnbandgarn häkle ich nun 25 Luftmaschen. Mit einem anderen Garn musst du vielleicht mehr oder weniger Luftmaschen machen, damit dein Stirnband nicht zu breit oder zu schmal wird. In diesem Fall ist es wichtig, dass du eine ungerade Maschenanzahl häkelst, zum Beispiel 11, 13, 15 oder 17 und so weiter. Das sind alles ungerade Zahlen. 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 und 25. Meine 25 Luftmaschen sind nun 13 cm lang. Das Stirnband am Ende ist dann übrigens 7,5 cm breit. Und damit du jetzt besser sehen kannst, was ich so mache, zeige ich dir den Anfang am besten mit meiner tollen apfelgrünen Wolle. Hier habe ich aber auch weniger Maschen angeschlagen, nämlich 15. Ich lasse die erste Luftmasche aus, dann kommen in die nächste Masche zwei hybride halbe Stäbchen hinein. Diese hybriden halben Stäbchen sind eine Mischung aus Kettmaschen und halben Stäbchen. Ich mache einen Umschlag, die auslassen, hole den Faden. Damit das besser durchrutscht, halte ich mir die mittlere Masche immer mit dem Daumen fest. Wenn ich das nämlich nicht mache, geht das alles etwas schwieriger. Also ich mache das einfach noch einmal. Ich mache einen Umschlag, die auslassen, einstechen, Faden holen. Ich schaue, dass das immer locker bleibt und dann halte ich mir den mittleren fest und ziehen einfach durch. In die gleiche Masche, also hier hinein, mache ich noch ein zweites hybrides halbes Stäbchen. Und jetzt bis vor den zwei Mittelmaschen jeweils ein hybrides halbes Stäbchen. Bei der apfelgrünen Wolle sind das 5 bis zu den zwei Mittelmaschen. Bei meinem grauen Stirnband, da sind es 10 Maschen. Die zwei Mittelmaschen auslassen, 1, 2
und bis vor die letzte Masche jeweils ein hybrides halbes Stäbchen. In die letzte Masche zwei hybride halbe Stäbchen. Eins und zwei. Und so ähnlich schauen alle Reihen aus, nur steche ich ab nun immer in das hintere Maschenglied. Ich brauche eine Luftmasche, um in die Höhe zu kommen. Drehe das Ganze um. Die Luftmasche auslassen und in die erste Masche zwei hybride halbe Stäbchen. Dann immer jeweils ein hybrides halbes Stäbchen. Die zwei Mittelmaschen auslassen und bis zum Schluss wieder je ein hybrides halbes Stäbchen. Die letzte Masche, die neigt sich gern etwas nach hinten, also die sieht man hier gar nicht so gut. So, hier ist sie. Und in die letzte Masche wieder zwei. Und hier kann man jetzt schon sehen, dass das Muster mit einem anderen Garn ganz unterschiedlich wirkt. Eine Reihe zeige ich es dir noch einmal mit dieser Wolle vor und gebe dir auch gleich ein paar weitere Tipps dazu. Eine Luftmasche umdrehen. Die Luftmasche lasse ich wieder aus und in die erste zwei hinein. Die Wolle sieht man nicht mehr so gut und deswegen habe ich sie ja mit der apfelgrünen Wolle gezeigt. Dann jeweils bis zur Mitte eine. Und damit du nicht immer mitzählen musst, wo dann die zwei mittleren Maschen sind, kannst du dir die zwei mittleren Maschen markieren. Die zwei mittleren Maschen sind immer die zwei Maschen vor dem Loch und nach dem Loch. Anfängern würde ich wirklich raten, beide Maschen zu markieren, damit man auch wirklich nichts durcheinander bringt. Markieren kannst du das nicht nur mit einem Maschenmarkierer, sondern auch mit einer Büroklammer oder mit Garnresten.
die 2 auslassen. Und ich kann das auch gleich höher setzen. Und dann eben wieder jeweils ein hybrides halbes Stäbchen. 1, 2. Falls du mit den hybriden halben Stäbchen absolut nicht klarkommst, aber gerne diese Pfeilform hättest, dann kannst du anstelle von den hybriden halben Stäbchen auch feste Maschen häkeln. Alles andere bleibt sonst gleich. Schaut am Ende dann aber nicht aus wie gestrickt. Also dieses Patentmuster ist am Ende kein Patentmuster. Und falls du gerade einen freien Daumen zur Verfügung hast, freue ich mich über deinen Daumen hoch oder natürlich über dein Abo. Und wenn du gerade 2 freie Daumen zur Verfügung hast, freue ich mich, wenn du das Video auch teilst, damit auch andere das Video finden können. Also, wenn du jetzt gerade nicht mit mir häkelst, teile das Video unbedingt in den sozialen Medien, wie zum Beispiel Facebook, Pinterest oder gerne auch per WhatsApp. Mein Stirnband hier ist lang genug, es ist um ca. 3 cm kürzer als mein Kopfumfang. Je nachdem, wie dehnbar dein Garn ist, kann es aber auch etwas mehr oder weniger sein. Auf alle Fälle sollte es etwas gedehnt um deinen Kopf passen, damit es nicht vom Kopf rutscht. Es sollte aber auch nicht so fest sein, dass es unangenehm ist. Faden lang abschneiden. Und durchziehen. Ich könnte mein Stirnband nun zusammen häkeln oder zusammen nähen. Wenn man es zusammen näht, fällt die Nahtlinie noch weniger auf. Ich nähe einfach Masche für Masche mit meiner super praktischen Wollnadel zusammen. Hier ist übrigens der Faden oben und hier ist er unten, falls du dich das fragst. Hier gehe ich so durch und hier so. Das ist keine Hexerei. Und dann gehe ich zurück und komme hier durch die nächste zurück. Und das sieht dann so aus. Wenn du vorhin keinen freien Daumen hattest, dann freue ich mich, wenn du mir jetzt einen Daumen hoch gibst. Das tut wirklich nicht weh, aber mir hilft das sehr. Und noch mehr hilft es mir, wenn du mein Video teilst in den sozialen Medien, wie zum Beispiel auf Facebook oder auch in deinem Blog. So können nämlich auch andere Leute meine Videos finden. Fertig ist mein Stirnband, das ist die Naht, aber auf der anderen Seite sieht man es wahrscheinlich so gut wie gar nicht mehr. Also, das wäre die Naht. Und ich freue mich jetzt schon, wenn wir uns das nächste Mal wieder sehen. Und bis dahin wünsche ich dir alles, alles Liebe, deine Andrea.